ich bin süchtig nach Speed. Ich nehme es halt wirklich so, als ob jemand anderes halt so Kaffee trinkt. Und so ziehe ich halt mein Speed. Wir haben eben darüber geredet, wie dein aktuelles Leben aussieht mit deiner Speed-Sucht. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich verlinke ihn euch hier oben. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen in deine Zukunft schauen. 10, 15 Jahre die Zeit nach vorne drehen und gucken, wie könnte dein Leben aussehen. Schauen, was könnte passieren, was könnte vielleicht auch nicht passieren und wie dein Leben sich mit der Sucht eventuell weiterentwickeln könnte. Ja. Bist du bereit dafür? Ja, auf jeden Fall. So, mein Name ist Dominik Forster und ich war jahrelang drogenabhängig und alkoholabhängig. Das erste Mal habe ich quasi Speed konsumiert. Ich war direkt in dem Club, zwei Nächte durchgetanzt und völlig im Film. Die Stufe, wo ich mich wirklich unbesiegbar gefühlt habe, war, wo ich einmal Menschen gegenüberstand, die mir früher in der Schule auf die Fresse gehauen haben. Da wurde ich quasi von jemandem als Verstärkung zu einer Schlägerei gerufen. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass wir uns dann alle vertragen haben. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich bin unbesiegbar. Wenn ich auf Droge bin, bin ich der absolute King. Wenn ich nüchtern bin, bin ich ein Opfer. Und wenn ich drauf bin, bin ich ein Anführer. Und ab da habe ich jeden Tag konsumiert. Und der Konsum hat sich dann natürlich gesteigert, bis ich alle 10 Minuten irgendwas konsumieren musste. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man ein normales, erfolgreiches Leben führt mit Speed? Er ist gut situiert, hat Wohnung, Freunde, Arbeit, Partnerschaft. Kann das möglich sein, über lange Zeit hinweg geringe Mengen von Amphetaminen einfach nur so zum Spaß mal immer so zu konsumieren? Das ist aber unwahrscheinlich. Die viel häufigere Beobachtung im Leben ist, dass man die Kontrolle über den Amphetaminkonsum ziemlich schnell verliert. 3 Tage wach war schon so der, war schon gängig. Irgendwann auch noch 6 Tage und so weiter. Und während die Droge funktioniert, also wirkt, im Club am Abtanzen und irgendwelche Schlägereien und Drogendealen und King sein. Und irgendwann verliert die Droge aber natürlich an Wirkung. Und das ist dann das sogenannte Runterkommen. Das fühlt sich an wie Grippe mal 10. Ich habe es immer genannt, wie vom Auto überfahren. Halt so richtig, richtig K.O. und Bauchschmerzen des Todes, weil, ja, naja, weil man sich halt einfach die ganze Zeit irgendeine Scheiße reinzieht. Was auch gefährlich ist, ist, dass Amphetamine Psychosen auslösen. Ich habe schon auf Intensivstationen Patienten kennengelernt, die sind aus dem 3. Stock gesprungen und in einem Fluss der Psychose haben sich das Rückgrat gebrochen, sind querschnittsgelähmt und haben so Mühe und Not überlebt. Wie lange lief das denn? Also bis wann ging das? Nur 5 Jahre. Ich habe es aber halt in den 5 Jahren geschafft, mich so kaputt zu machen, körperlich. Und bin natürlich auch in der Kriminalität vorangeschritten, weil verurteilt wurde ich dann wegen 1,5 Kilo Speed. War aber auch Glück im Unglück, die hätten mich auch mit 20 Kilo erwischen können. Und wäre ich aber nicht eingesperrt worden, dann bin ich mir sicher, wäre ich mit 21 noch am Drogentod gestorben. Was man vielleicht sagen kann, je früher man anfängt mit Drogen, insbesondere mit harten Drogen, und je länger man dabei bleibt, desto schwieriger wird der Weg aus der Sucht raus. Und es gibt einfach Menschen, wo auch klar ist, sie werden nicht mehr ohne Drogen leben können. Wie war das jetzt für dich, dieses Video zu sehen? Ich kann auch sehr viel bestätigen, so dass das anfühlt wie eine Grippe, dass man halt auch so Muskelschmerzen hat, dass der Magen wehtut, wenn man runterkommt, das stimmt wirklich. Hat das irgendwas in dir ausgelöst, das zu hören? Ja, natürlich. Weil ich weiß ja auch, dass viele aus so einer Sucht nicht mehr so gut rauskommen. Also ich kenne da halt auch einige Beispiele in meinem Umfeld. Das sind zwar jetzt nicht direkte Freunde, aber halt so von Freunden Freunde. Und da weiß ich halt auch, dass die auf verschiedenen Drogen halt komplett hängen geblieben sind. Einer ist auch verstorben. Aber ich denke, es ist halt wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Klingt jetzt blöd, aber es ist einfach so. Das ist jetzt natürlich der Film gewesen, in dem so der Worst Case aufgezeigt wurde, also was halt am schlimmsten passieren kann. Und trotzdem hast du ja erzählt, dass du das konsumierst wie Kaffee. Je mehr man konsumiert und über einen je längeren Zeitraum, desto schwieriger wird es sein, irgendwann so davon loszukommen auch irgendwie. Ja, also es ist natürlich dann immer so diese Theorie und klar, er wird natürlich auch Praxiserfahrung haben, aber da ist halt auch jeder Mensch unterschiedlich, weil wie gesagt, also
ich habe ja auch wirklich zu dem Zeitpunkt aufgehört, wo ich so tief in meiner Drogensucht drin war, wo ich wirklich täglich konsumiert habe, wo es mir richtig beschissen ging. Und ich habe vom einen auf den anderen Tag damit aufgehört, einfach weil ich diesen Willen hatte, damit aufzuhören. Im Jahr 2021 sind in Deutschland 92 Menschen nur am ausschließlichen Speedkonsum gestorben. Machst du dir manchmal Gedanken drüber? Ja, das ist natürlich erschreckend zu hören. Also das kann ich mir auch, um ehrlich zu sein, dann nur erklären, dass da halt irgendwelche Stoffe irgendwie mit beigemischt waren, dass es halt wirklich unrein war. So mit Mischkonsum, klar, das ist immer das Gefährlichste, besonders halt mit Alkohol. Wenn man halt den Alkohol auch nicht merkt auf Speed, aber so rein an Speed zu sterben, ist für mich überraschend. Das war jetzt der Worst-Case-Film. Wir haben aber auch noch einen vorbereitet für, sag ich mal, das bestmögliche Szenario. Willst du den dir auch nochmal mit mir anschauen? Ja, gerne. Ja? Mhm. Die Leute, die jetzt hier in den Kontaktladen kommen, die irgendwann mit Drogen angefangen haben, haben ihre Geschichte. Wir haben ganz viele, die in Heimen aufgewachsen sind. Viele haben auch andere psychische Erkrankungen nebenbei. Also ADHS spielt, denke ich, eine große Rolle. Und wenn ich solche Erfahrungen in Kindheit und Jugend mache und dann in bestimmten Punkten meines Lebens an Drogen komme, dann nehme ich ja Drogen aus der Intention heraus, mit einem Trauma, mit einem Problem umzugehen und mich selber damit zu therapieren. Was passiert, wenn man Amphetamin nimmt, ist halt, man wird hibbelig und unruhig und labert und wird durcheinander und macht fünf Sachen gleichzeitig, zeigt so eine ungezielte Hyperaktivität. Wenn jemand mit ADHS Speed nimmt, passiert oft sowas wie das Gegenteil. Die sagen dann, oh, da komme ich endlich einmal runter, komme zur Ruhe und kriege einen klaren Kopf und schaue mich mal um und denke, Gott, wie schaut es denn hier aus? Hier, da muss ich aufräumen. Hier, diese ganzen Briefe sind, hätte ich ja schon längst beantworten müssen und so. Kriege ich normalerweise nicht hin, aber mit so einer, also nicht viel, aber einer Line Speed bin ich mal so ein paar Stunden drauf. Da kann ich dann richtig konzentriert die Sachen wegarbeiten, die ich schon längst hätte machen müssen. Aber da hilft mir das dabei. Ein kleines bisschen zumindest. Aber wenn es die Leute schaffen, dass es ein kleines bisschen bleibt, wäre es ja okay. Geht leider oft nicht so. Und besser wäre es allemal. Man kümmert sich mal, also man erkennt überhaupt mal, was ist das ADHS und geht da mal zum Arzt und fragt ihn, hey, kann das sein, dass es bei mir ist und was kann man denn dann machen? Es gibt viele Wege in die Sucht und genauso gibt es viele Wege aus der Sucht. Also man kann auch nicht pauschal sagen, ich gehe auf Therapie und dann werde ich clean. Es gibt auch Leute, die das selber schaffen und dann stabil bleiben. Eine Alpenüberquerung, die hat mir quasi Leben gerettet. Im weitesten Sinne habe ich dabei gelernt, dass es egal ist, wie weit so ein Ziel entfernt ist. Wenn du immer einen Fuß vor den anderen setzt, dann erreichst du dieses Ziel. Wie ging es dir jetzt mit dem Film? Ich finde auch, dass er halt recht hat. Es gibt halt so eine Beispiele. Manche schaffen es halt nur mit Hilfe, andere schaffen es ohne Hilfe. Und da kommt es halt auch auf jeden Menschen halt persönlich an. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld man ist, wie man halt auch aufgewachsen ist. Es ist einfach so, es gibt so viele Einflüsse. Und jemand, der halt sein ganzes Leben lang schon alleine war, der schafft das wahrscheinlich nicht mit, also ohne Hilfe, der schafft das nicht alleine. Aber wenn man halt ein stabiles Umfeld eigentlich hat und eigentlich ja auch einen Job hat und etwas hat, so ein richtiges Leben sozusagen hat, dann ist es halt einfacher, in meinen Augen auch wieder aufzuhören damit. Es wurde in dem Film total viel über ADHS gesprochen. Ah ja. Hast du dir da bei dir selber auch schon mal irgendwie Gedanken drüber gemacht? Ich wurde jetzt nie damit diagnostiziert. Also das meinte ich ja auch vorhin schon, es ist halt so dieses Fokussiertsein. Also es ist auch so ein bisschen wirr, sage ich mal. Also man konzentriert sich halt wirklich so extrem auf die eine Sache und es kann dann halt auch ausarten. Und ich meine, klar, das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich nur, also zum Beispiel jetzt auf Arbeit oder wenn ich jetzt zum Beispiel aufräume oder so, aber das ist halt so dieses Typische. Wenn du dir deine Zukunft vorstellst in so 10, 15 Jahren, wie sieht die dann aus? Ich habe eine glückliche Familie, habe Kinder, lebe in einem Haus, vielleicht in Spanien. Mir geht's gut, alles ist schön, ja. Spielt das Speed da eine Rolle? Nö. Das Speed wird da keine Rolle mehr spielen, besonders wenn ich halt Kinder habe. Definitiv nicht. Also du bist dir sicher, dass du aufhören wirst? Ja, definitiv. Diese Prognose für Speed hat mich tatsächlich überrascht. Aber wie ist das mit Gras? Kann man das nicht lange konsumieren, ohne so krasse Konsequenzen?
Und Crystal, wie reagiert jemand, der süchtig danach ist, wenn wir ihm zeigen, wie das für ihn enden könnte?